Hallo, willkommen zum neuen Video. Ich habe mir heute Kim eingeladen vom Kanal Kimi Lotta. Ja. Und wir haben ja schon mal ein Video zusammen gedreht. Und es ist ja, Weihnachten steht vor der Tür. Und wir dachten uns, wir packen einfach zusammen Plätze. Wir haben uns in Schale geworfen, wir haben die schönsten Weihnachtspullis rausgeholt, ja, die wir so finden konnten in unseren Schränken. Und genau, packen für euch jetzt zwei Plätzchen, Sorten. Die genauen Angaben findet ihr dann unten in der Infobox. Und genau, was packst du denn heute? Ich mache ganz klassische Butter aus Stechplätzchen. Und bei mir gibt es Vanillekipferl. Dann starten wir einfach. Ja. Was musst du machen? Ich habe wirklich nur drei Komponenten, die ich zusammen in eine Schüssel schmeiße. Vermenge, knete, fertig. So einfach? Wahnsinn. Ja, super einfach. Also Das mache ich jetzt. Ja. Und wir haben uns ein bisschen was Lustiges ausgedacht. Und zwar machen wir ein kleines Weihnachtsquiz, was wir uns im Internet rausgesucht haben. Weil wir alle feiern Weihnachten, aber die wenigsten wissen eigentlich warum und was und überhaupt. Und jetzt machen wir ein Weihnachtsquiz. Nee, du darfst bei einer richtigen Frage darfst du eine Zutat reinmachen. Oh Gott, nee, das bleibt mir ja ewig. Gut, die erste Frage ist, was wird an Weihnachten gefeiert? Die Wintersonnenwende, die Geburt von Jesus, das Erscheinen vom Weihnachtsmann, das Beschenken der Liebsten. Ich würde sagen, das Letzte. Was war das? Das Beschenken der Liebsten, ja. Mhm. Okay, das sollte auch nochmal gefeiert werden. Ja, ja, finde ich auch. Ja. Nee, jetzt mal im Ernst. Was war nochmal? Ich glaube eh. Die Geburt von Jesus? Ja, oh. Oh, wow. Guck mal, ob das richtig ist. Yes! Wie heißt das Rentier vom Weihnachtsmann mit der roten Nase? Dancer, Dasher, Komet oder Rudolf? Rudolf, das sind ja einfache Fragen. Hoffentlich bleibt das oder schlafen wir uns nicht. Oh, ich muss mich mal kurz konzentrieren, sonst mache ich schon meine ganzen Angaben falsch. Vielleicht frage ich jetzt mal was. Ja, frag du mal. Warte, ich muss ganz kurz nochmal checken, wie viel Margarine. Nee, du darfst nicht cheaten. Ich muss gucken, wie viel Margarine ich brauche. 200 Gramm? Nein. Ich kenne doch dein Rezept. Weiß ich nicht. Ja, 200 Gramm. Welche Farbe hat das Gewand des Weihnachtsmanns ursprünglich? Rot, Orange, Blau oder Grün? Grün. Grün. Ich würde Blau sagen. Ja? Ja. Ich sag Grün. Nein! Blau ist nicht der! Ich glaube, weil der Nikolaus hat früher mal blau getragen. Ja, aber der Atheist weiß es besser als ich. Das kann ja wohl nicht sein. So, Zucker. Wie viel brauche ich? 600. Nee. 100. 100. Ja. 600 Gramm. Puh. Das war 3 Gramm. Wenn du hier deine Mischung machst, werde ich schon mal die Vanilleschote auf. Das sind nämlich echt so meine Lieblingsweihnachtsplätzchen. Ich stehe gar nicht so auf so verrückten Vanillekipferl, Bübchen mit Marmelade und Mandeln und bla. Die finde ich echt am besten, weil wir haben die wirklich als Kinder bei meiner Mama, haben wir die immer gemacht. Und wir haben natürlich auch wie die Wilden verziert. Ja, und als Kinder macht, also das macht ja auch am meisten Spaß, ja, weil so andere Plätzchen irgendwie, das ist nicht so geil, weißt du, du kannst ja dann schön verzieren. Aber bei uns war es dann doch so oft, dass die gar nicht so geil, also nicht gar nicht so oft gegessen wurden. Ja, da wo die meiste Farbe drauf war, das hat immer keiner gegessen, weil es voll eklig war. Wenn man nur die mit der Schokolade und dem Zuckerguss gegessen hat. Oder es gab auch so Herzen oder so aus Zuckerguss, also so aus so einem harten Zuckerguss. Ach so, diese zum Streuen. Ja, hatten wir auch immer so. Sind wir schon fertig mit dem Quiz? Nee, und ich muss auch mal mit meinem Teig hier anfangen. Ja, genau, dann mache ich jetzt hier das Quiz weiter. Da muss eine 200 Gramm Margarine rein. Wann wird das erste Türchen mit einem Adventskalender geöffnet? Ah ja. Am ersten Montag im Dezember, Ende November, am 1. Dezember, am 1. Advent. Muss ich das jetzt beantworten? Ja. Nee, am 1. Dezember. Ich glaube auch, 1. Dezember. Okay. Richtig. Das ist voll einfach. Woraus besteht Marzipan hauptsächlich? Kartoffeln, Mandeln, Eier, Mehl. Eier. Ich glaube nicht. Ich glaube Mandeln. Gute Nacht, Heilige Nacht. Oh, das kannst du bestimmt nicht. Das war richtig. Ja. Stille Nacht, Heilige Nacht. Alles schläft. Einsam wacht. In himmlischer Ruhe. In deiner Geburt. Heil gebracht. Stille Nacht. Heilige Nacht. Alles schläft. In himmlischer Ruhe. Oder? In himmlischer Ruhe. In himmlischer Ruhe? Ja. Meinst du? Jetzt willst du mich hereinlegen. Wie denn? Was ist denn jetzt richtig? Ja? Sag mal. Du als großer Sänger, kannst du jetzt mal sagen, was da stimmt. Ich habe die ja immer versucht zu verheimlichen, meine
Geschichte. Ja, im Knabenchor. Ja. Im Münchner Knabenchor. Was? Ich war immer nur Hannoveraner Mädchenchor, ist kein Quatsch. Ach, wirklich? Ja. Wow. Aber ihr singt ja auch an Weihnachten, ne? Jetzt ruft jemand an. Habe ich die angerufen oder ruft er dich an? Nein, ich kann nicht mehr. Okay, willst du rangehen? Nein. Schade, soll ich rangehen? Nein. Einfach was ist richtig. Ah ja. Aber das ist alles viel zu einfach. In Amerika sagt man statt fröhliche Weihnachten Merry Christmas, Happy New Year, Good Luck oder Happy Birthday. Ja. Oh, das weiß ich nicht. Natürlich weiß ich das. Was brachten die Weisen aus dem Morgenland zur Geburt Jesu mit? Eierbrot und Milch, Zuckermehl und Hefe, Goldmandel und Myrrhe, Gold, Weihrauch und Myrrhe. Oh, das ist aber gar nicht so einfach. Ja, wobei ich glaube, dass es Weihrauch auch war. Ne, Gold, Weihrauch und Myrrhe. Richtig, in der Weihnachtsbäckerei brauchen wir zweierlei. Ist eine riesengroße Kleckerei, gibt es manche Bäckerei, findet sich ein Osterei. Hast du heute nicht Ostersocken an? Ja, hab ich. Soll ich sie mal zeigen? Halt die bitte in die Kamera, ja. Was ist in der Weihnachtsbäckerei? Erzähl mal. Finde ich ein Osterei. So manche Leckerei. So manche, gibt es manche Leckerei. Richtig. Kinderfrage. Das war jetzt erst die Kinderfrage. Jetzt kommt die Kinderfrage. Welches Tier feiert kein Weihnachten, weil es schläft? Osterhase. Achso, nee. Der Kuckuck, das Rentier, der Bär, der Fuchs. Der Kuckuck, was macht denn der so? Macht gut, ja. Also ich kümmere mich jetzt mal um meinen Teig, das ist jetzt gerade hier sehr wichtig, weil... Okay. Nee, was ist es denn? Ja, ich könnte es ja mal in die Kommentare schreiben. Wir beantworten die Frage jetzt einfach nicht. Erst in 5 Minuten. Stell mich mal hin. Das wird ja gut geknetet, oder? Vielleicht stelle ich mich auch hin und dann sieht man nur noch uns. Unsere schönen Pullis. Ja, die Pullis. Voll. Upsi. Also es passiert auch ständig was. Sind einfach undercar. Ja. So, das ist jetzt der fertig geknetete Teig für die Vanillekipferl. Und der muss jetzt in den Kühlschrank für eine halbe Stunde oder so. Und Kim hat ihren Teig auch fertig gemacht. Und der kommt jetzt auch in den Kühlschrank. So, wir haben den Teig jetzt aus dem Kühlschrank geholt und fangen jetzt an, den zu bekneten. Soll ich das nochmal sagen? Ja, sag's nochmal. Der Teig war jetzt im Kühlschrank und genau, jetzt geht's los mit der Weiterverarbeitung. Wie machst du das jetzt? Ich hab's nicht so ganz verstanden. Ich nehme ein bisschen Teig. Ja. Und dann rolle ich eine Kugel immer draus. So ungefähr einen Durchmesser von 2 cm und form die dann, eigentlich mache ich sie noch ein bisschen flach dann. So eine Wurst? Ja, so eine kleine Wurst und dann forme ich die so leicht, dass die dann so aussehen. Ich würde sagen, es ist Zeit wieder für eine Quizrunde, dass du ultimativ schwere Fragen hat. Wobei ja die letzte Frage eine Kinderfrage war und die können wir nicht beantworten. Ja, das ist die Kinderfrage. Ich glaube, die haben das vertreten. Die Kinderfrage ist die schwere Frage. Und zwar, oder wir sind einfach, welches Tier feiert kein Weihnachten, weil es schläft? Der Kuckuck, das Rentier, der Bär, der Fuchs. Also Füchse laufen auch im Winter rum. Rentier ja auch, das bringt die Geschenke. Ich glaube, der Bär schläft. Wenn, dann schläft zum Bär. Aber im Zoo schläft doch kein Bär den ganzen Winter durch. Also? Zum Bär, oder? Der macht es auch für sich gemütlich. Macht den Kerzchen an. Richtig! Ah. Macht den Kerzchen an. Woraus besteht Lebkuchen traditionell? Honig, Mandeln, Marzipan, Rohmasse, Äpfel. Mandeln. Ich glaube nämlich in den Original-Lebkuchen ist gar kein Mehl drinnen. Die heute noch als Elisen-Lebkuchen bekannt sind. Nur Mandeln? Naja, also ich glaube, da ist auch noch was anderes okay, drin. Aber Mandeln? Oh, oh. Falsch! Honig! Ja, aber nicht nur Honig. Da steht traditionell, nicht hauptsächlich. Woher kamen die heiligen drei Könige? Ägypten, Jerusalem, Persien, Damaskus. Warum schaust du mich an? Ich habe schon die letzten angeantwortet. Die kamen aus Persien, oder? Aus Persien, glaube ich auch. Richtig! Wer bringt die Geschenke den Kindern in Spanien? Gott, die heiligen drei Könige, Jesus, der Weihnachtsmann. Gott nicht, Jesus auch nicht. Ja, der heilige drei Könige ist klar. Habe ich jetzt auch gedacht. Ja. Gucken wir mal.
Richtig. Wo kommt der Lebkuchen ursprünglich her? Nürnberg, Italien, Schweiz, Ägypten. Ist auch so drei Länder, eine Stadt. Ja. Nürnberg, Italien, Schweiz. Ich würde ja sagen Nürnberg, aber ist es zu einfach oder? Nürnberg, glaube ich. Ja. Ja, ist auch so komisch, dass sie, dann hätten sie ja auch sagen können, keine Ahnung, ja. Rom, kein Plan, irgendwas anderes. Nee, ich brauche nochmal, ja. Ägypten? Drum haben die Nürnberg, weil man das ja als Stadt eher so. Ja, da haben die jetzt richtig, richtig reingelegt. Sie haben 75% der Fragen richtig beantwortet. Damit liegen sie ungefähr im Durchschnitt. Sie könnten noch etwas Übung gebrauchen. So, die Vanillekipferl kommen jetzt bei 150 Grad in den Backofen für 20 bis 25 Minuten. Die fertigen Vanillekipferl aus dem Ofen und die kommen jetzt sofort, also wenn sie noch heiß sind, in Vanillezucker. Und ich habe dazu den Vanillezucker selbst gemacht und einfach so ein bisschen roher Zucker genommen und den gemischt mit frischer Vanille, genau. Einfach die Vanilleschote ein bisschen ausgeschabt und klein geschnitten und damit in den Zucker rein. Und den habe ich jetzt hier in den Teller und da drehe ich jetzt die Vanillekipferl drin. So, wir haben jetzt unsere Plätzchen fertig gemacht. Wunderschöne Plätzchen sind wir es geworden. Ja, und wir müssen die mal probieren, oder? Ja. Kannst du noch? Ich habe so viele Kekse schon gegessen. Ihr könnt es nicht glauben. Ich habe schon vorhin von der ersten Runde bestimmt 5000 gegessen und jetzt auch nochmal mindestens 1 Million. Ich habe so Bauchschmerzen. Aber ich probiere eine Mini-Ecke. Eine Mini-Ecke, ja. Ja. Ich esse den Rest. Du musst noch ein bisschen durchziehen. Ja, du meintest aber ja. Der Jan meinte zu mir, dass alle Plätzchen, man backt die und dann muss man die eine Woche, ich betone eine Woche, in so einer Keksdose abbewahren, weil die dann durchziehen. Ja, ich bin da sehr radikal. Bei mir muss es dann. Normalerweise backe ich immer auch eine Woche vor dem ersten Advent, damit die perfekt fertig werden zum ersten Advent. Damit du ab ersten Advent essen aber kannst. Aber dieses Jahr habe ich total vergessen, dass der erste Advent schon. Also bei mir ist es so, ich backe sie und dann esse ich alle auf. Die ziehen dann in meinem Magen nach. Und wir haben vorher schon ein Video gedreht, was auf Kims Kanal erscheint. Und ich verlinke euch das jetzt hier um Kim herum. Und da könnt ihr einfach draufklicken und dann seht ihr das Video. Da geht es dann auch nochmal ein bisschen um unsere Weihnachtsgeschichten beziehungsweise was wir so an Weihnachten machen. Genau, und ansonsten sehen wir uns einfach im nächsten Video. Ich bedanke mich, dass du hier warst. Ja, vielen Dank, dass und, ich hier bin. Und wir zusammen Plätzchen backen. Und Bauchschmerzen und jetzt zusammen haben. Aber es hat sich gelohnt. Es ist auf jeden was Schönes Fall. Dann bis zum nächsten Mal.